Jetzt aber kannst du mal nach dem Maxi schauen. Der wird halt wieder überhaupt nicht fertig. Mach ich. Kann man mit dem Handy ja telefonieren? Was für ein Handy? Ach, dann ist es gar kein Handy, sondern bloß ein Computerspiel, oder? Xaver, ich hab keine Ahnung, von was du sprichst, ehrlich. Sag mal's mal. Los, weil du bei der Polizei bist. Geh, Maxi, du bist doch nicht so ein Feigling, der alles macht, was er an Polizei anschafft. Okay, bloß weil es du bist. Das ist aber nicht von dir, oder? Nein. Weiter? Mann, ey, ein Kurvi gehört's. Corbinian? Sag ich doch. Der hat's mir geliehen. Okay, Maxi, dann gibst du es ihm heute wieder zurück. He? Schlag ein. Ich warte auf die vorn. Danke, Wiederschauen. Und? Ist gleich da. Entschuldigung, ganz kurz. Ja? Die zwei Koffer gehören am Gast von Erna. Und der hat auch gleich weggemessen auf den Termin. Ist aber angemeldet, sagt er. Karl Schuster heißt er, sagt er. Karl Schuster aus Hamburg, stimmt. Tun Sie es da einfach her. Ja, danke schön. Einer da, einer da. Jawohl. Danke. Für gut. Bitteschön. Sag einmal, wo bleibst denn? Ich hab so einen Hunger gehabt heute. Kommt das öfters vor? Was? Dass einer seine Koffer schickt und erst später nachkommt. Mhm. Packen wir's. Und, hast du dir was gesagt? Wegen am Handy. Meinst du, was dann so einfach an ihr vorbeikommen? So. Und vergiss mal einen Kurbi nicht. Was? Das Handy für Corbinian. Ach so, ja. Hätte ich jetzt fast vergessen. So ist aber nicht. Das Handy möchte ich heute Abend bei dir nicht mehr sehen. Also. Also. Was tät's denn hier da? Auf die Moni warten. Ja, genau. Seid ihr in Jugoslawien da? Gibt's nicht mehr Jugoslawien. Dann halt der. Zigeuner darf man nicht mehr sagen. Jedenfalls, seit's den hat, kommt's in der Früh regelmäßig zu spät. Und ich bin immer pünktlich. Ja, ich muss dann auch wieder. Ja, ja. Keine Arbeit, kein Raub, kein Unfall, kein Mord. Was macht's denn jetzt, was schon da in alle Herrgottsfrüh? Wir wollten eine Brotzeit machen. Brotzeit? Jetzt? Ja, warum nicht? Oder ist das verboten? Ah, gut, dann kriegt's eine Brotzeit. Thank you.
Den richten wir jetzt, den Grill. Arbeitet er jetzt beim Zagreb. Sag einmal, wieso ist denn er überhaupt Dublin? Wegen mir, der Depp. Ach so. Wegen Ehre. Interessiert? Hab heute Mittag noch Hochzeit. Macht er da jetzt einen Auftritt, oder wie? Nein, der sammelt alte bzw. nicht verkaufte Sachen ein und bringt es an Bedürftige weiter. So ist es, immer im Dienste der Menschheit. Mein Motto. Ach so. Da kommt wieder dein Handy. Los, kannst du irgendeinen einen Tag oder zwei behalten? Ich hab das von meiner Mom. Echt Gold. Ich hab's ihm gesagt für Sprache. Es ist noch nicht dein Vater. Die Hauptsache ist, dass deine Mutter nichts mitkriegt. Also. Grüß euch. Ja, so, sag mal. Grüß dich. Sag einmal, mit was machst du das ganze Zeug heute noch zu den Armen und Schwachen fahren? He? Frag doch nicht so blöd. Mit dem Wagen da? Das glaube ich nicht. Ja, warum nicht? Weil der TÜV nämlich bei seinem Nachkriegsschleifer da schon abgelaufen ist. Und zwar nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit 6 Monaten. Den kriege ich nicht mehr durch den TÜV, in 100 Jahren nicht. Beim Schrotthändler muss ich noch was zahlen. Ja, das könntest du jetzt alles gleich wieder auslernen. Sag einmal, spinnt's hier? Jedenfalls, die das kriegen, die warten drauf, dass sie es kriegen. Wenn er zwar ist, dass er einen TÜV macht. Das ist doch eine Schikane, ist doch das. Ich bin keine Uniform nicht alt. Ich darf ihm aber schon so eine aufstreichen. Er hat aber eine an. Jetzt kannst du nicht nur ein Auge zudrücken. Sie hat dich eigentlich nie für einen Paragrafenreiter gehalten. Ganz im Gegenteil. Hansi. Du wirst uns doch nicht unsere Wohltätigkeitsinitiative torpedieren. Ich hab immer geglaubt, du hast einen Blick fürs Wesentliche. Also, Ermessungsspielräume. Verstehst du mich? Also, einen Tag kann ich da noch geben. Kannst die Ladung da fortfahren und. Dann ist Ende der Reise. Also, warum nicht gleich? Ja, was ist morgen und übermorgen in 2 Wochen? Ich krieg den Kahn nicht mehr durch den TÜV. Wer fährt denn eigentlich Sachen zu den Leuten? Ja, wer anders halt? So ein Bläden wie mich. Findet ihr so schnell nimmer. Müsst ihr euch einen eigenen Wagen zulegen. Worum geht's? Braucht's einen Sponsor? Okay, wer sollte nun sponsern? Ich hätte eine Idee. Moment. Wie gesagt, nur eine Idee. Verdient ihr euch einen eigenen Lieferwagen. Ihr macht einen Marktfrauenkalender. Und damit finanzieren wir unseren eigenen Lieferwagen. Bombenidee. Ich war gern der April, weil da habe ich Geburtstag. Niemals lasse ich mich so fotografieren. Geh mal. Sauber. Also, ohne mich ist er, ehrlich. Ja, und wer sollte das fotografieren? Ich meine, das müsste der schon ein echter Fotograf, also ein richtiger Profi sein. Weil drunter macht er das nicht. Wie gesagt, ich reserviere schon mal im April.
Also ich bin momentan erotisch ausgelassen genug. Lass mich mal durch. Ich mein, bin jetzt einen Monat verändert, dann vielleicht. Also ich nehme ihn einmal mit. Völlig unverbindlich, gell? Übrigens. Ja. Ich hab früher sehr viel fotografiert. In jeder Richtung. Morgen ist sag's bloß. Ui. Ihr seid aber schnell da. Immer. Wenn's geht. Und heute geht's. Um was geht's? Wenn Sie mir bitte folgen würden. Können die Koffer erinnern? Ja, ich komme gerade von einer größeren Geschäftsreise zurück und komm da nicht rein. Das Haus gehört also Ihnen? Ja, natürlich. Ja, so natürlich ist es nicht. Sie könnten ja bloß drin wohnen. Tue ich auch. Nein, nein, er meint, ohne dass es Ihnen gehört, drin wohnen. Herr Horvath, sind Sie doch, oder? Ja. So. Ja. Sie kommen vielleicht ganz schön rum, hm? Herr Horvath. Also, das ist Ihr Haus und Sie kommen von einer weiten Reise. Genau. Und jetzt komme ich hier nicht mehr rein, in mein eigenes Haus. So, schauen Sie. Schlüssel steckt von innen. Wer sind da normal? Meine Frau und meine Tochter. Also, ich habe schon alles probiert da. Die Garage, auch hinten der Balkon, alles zugesperrt. Und zwar so, dass man es nicht aufsperren kann. Und auch da, Balkon, alles. Der Rand da nichts. Haben Sie den bestellt? Weil ich gedacht habe, dass Sie ihn abstellt, dann ist er ja schon da, wenn ich ihn vorher bestelle. Horvath, bin ich da richtig? Ja. Grüß dich. Hier ist da, was dann, die Tür. Okay. Jetzt einmal langsam. Sie können von sich aus jede Tür aufbrechen lassen, Herr Horvath. Privat, verstehen Sie? Aber wenn wir das anordnen sollen, dann braucht es dafür einen Grund. Meine Frau und meine Tochter. Also die sind ja immer da drin. Ich bin heute früh mit dem Flieger gekommen und habe sofort angerufen, wurde kurz abgehoben und sofort wieder aufgelegt. Dann habe ich es noch ein paar Mal probiert vom Taxi aus. Beide Handys, also das von meiner Frau und von meiner Tochter. Und Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar. Ja, und jetzt komme ich da nicht rein. Reicht das als Grund? Ja, was ist jetzt? Sollte ich oder sollte ich nicht? Sollte. 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 Okay. So. Dann schauen wir mal. Sagen Sie, was machen Sie denn da? Sandra, Alexandra, sag mal, habt ihr mich nicht gehört oder was? Ich hab da umeinander geschrien und gepoltert und. Hallo? Ich bin's. Meine Herren Polizisten, dürfen Sie einfach hier so am helllichten Tag. Ohne irgendeinen Grund. Aufbrechen oder wie? Ja, freilich dürfen die das. Also im Härtefall mache ich das selber, gell? Ich kann meine eigene Haustür so oft aufbrechen, wie ich nämlich will. Sie können ja gar nichts. Ich glaube, da schwinge mir lieber wieder. Ja, werden nicht verkehrt sein. Ich bin dann nochmal wieder dahin. Die haben jetzt Sie zu mir gesagt, also meine Frau und meine Tochter. Ich habe doch überhaupt gar nichts gesagt. So, und jetzt ist Schluss mit dem Kasperltheater. Na. Du Dicke auf! Herr Horvath. Ja, was? Jetzt beruhigen Sie ihn erst einmal wieder ein bisschen, gell? Sie wollen doch sicher nicht Ihre eigene Tür eintreten. Können Sie dem Herrn freundlicherweise sagen, er möge aufhören, die Türe einzutreten? Ich kann meine eigene Tür so oft eintreten, wie ich will. Weil ich bin nämlich der Mann von dieser Frau und der Vater von der Tochter. Und das da ist mein Haus. Nein, nicht mehr. Mein Mann ist nämlich tot. Jetzt fangt ihr wieder um mit der alten Geschichte. Die Geschichte ist nicht alt. Die ist sogar ganz neu. Seit gestern wieder. Ich will euch beide erst mal was von. Doch. Was für eine alte Geschichte? Nein. Ich war einmal tot. Also, für ein halbes Jahr.
Vor einem Jahr. Ja. Mei, Sie glauben gar nicht, was mir das Kraft und Nerven gekostet hat. Die Frau? Nein, die Wiederauferstehung. Ah ja. Ich glaube, das reden wir dann doch besser im Revier durch. Und glauben Sie dem Mann kein Wort, der lügt, wenn er das Maul aufmacht? Nein, wir fahren jetzt aufs Revier und dann werde ich einen Strafantrag stellen und dann klage ich euch beide aus diesem Haus da raus. Dann könnt ihr euch eine Zeit kaufen. Und welches Revier? 7. Was ist denn los, Elfi? Du hast angerufen. Das gibt's. Sowas machen wir jetzt auch. Ein Marktfrauenkalender. Aber natürlich völlig anders, natürlich. Viel geschmackvoller, natürlich. Du weißt doch, dass wir mit den Sachen, die wir am Tag nicht verkaufen, arme Obdachlose und zwar Waisenhäuser unterstützen. Ja, jetzt fällt sein Auto aus. Und mit diesem Kalender wird das neue Fahrzeug dafür gesponsert. Wobei ich schon sagen muss, dass der Witz, also der Reiz, schon in der Erotik liegt. Und was soll jetzt ich dabei? Ja, du bist doch auch eine Frau vom Markt, irgendwie. Ja, da hat's recht. Und wenn ich das mal sagen darf, es war ein Verlust. Was? Wenn sie nicht mit drin wäre, rein optisch schon. Ihr glaubt's aber nicht im Ernst, dass ich mein BH überziehe, mir an die Hoteltür hinlern und blöd in sein Fotoapparat reingrinse. Heutzutage lasst sich doch jede Skifahrerin schon nackert fotografieren. Und ich sag's nur mal, ihr könnt es euch leisten. Und die Moni? Macht die auch mit bei euch am Kalender? Die Moni macht tot sicher mit. Die ist erotisch dermaßen ausgelastet zurzeit. Was hat denn das damit zum Tor? Weil es dadurch locker ist. Du hast recht. Lockerheit ist extrem wichtig bei solchen Sachen. Bei was für Sachen? Also. Ihr zwei? Ja, genau. Also, wir haben uns das jetzt noch mal überlegt und wir taten jetzt mitmachen. Übrigens, die Käslina und die Fischer, Anni, hätten auch Interesse. Wie schauen die aus? Die schauen nicht. Wem? Mir. Also, dann haben wir schon gut halber zu beieinander. Wie gesagt, ich bin der April. Das ist doch ein Witz, oder? Marktfrauenkalender erotischer. Da kaufe ich mir 5 Stück davor. Und dann hängen wir sie alle da raus im Spind draußen. Entschuldige mal bitte, Kali, wo ist denn da der Witz? Der liegt doch bloß in einer krummen Fantasie, oder? Die werden sie schon so fotografieren lassen, dass man keine Fantasie mehr braucht. Das ist ja widerlich. Das sind alles gescheite erwachsene Frauen, die wissen, um was das geht. Die lassen sie doch nicht einfach so nackert abfotografieren. Als Vorlage haben sie den erotischen Bauernkalender. Also zwischen erotisch und einfach bloß nackert liegen ja wohl Welten. Wer macht denn da eigentlich alle mit? Elfi? Moni? Lisa? Ja, Marktfrauen halt. Ich hab mir gedacht, ihr habt einen Einsatz. Du wolltest doch was über diesen Kalender wissen. Ja, jetzt weiß ich's ja. Einsatz. Einsatz? Einsatz. Wir liegen ja eigentlich auch ganz nah am Markt, gell? Wie meinst du jetzt das, Tickler? Naja, man kann doch mit Fug und Recht behaupten, dass mir, also das Revier 7, direkt am Markt liegt. Wenn man so ist, 300 Meter weglässt schon. Wir sind das Revier vom Markt, das ist ganz eindeutig. Der Meinung bin ich auch. Und Kalle, was meinst du?
Sie? Tot sicher. Ja, das meine ich auch. Irmi, grüß dich, ich bin's die Thekla. Du, ich ruf an, der Hans Kneidl hat mir da was erzählt von einem Kalender rund um den Viktualienmarkt. Genau, Marktfrauenkalender. Und jetzt wollte ich wissen, ob die mich da aufziehen. Ja, aber die haben gemeint, dass ich da auch, weißt du, wir ja so nah am Markt. Ach so. Dich auch. Mhm. Arbeit, Karli. Den Herrn Horvath lässt seine Frau nicht mehr ins Haus rein. Ist gut. So, wo? Da. Jetzt? Wo? Da. So. Um was geht's denn jetzt genau, Herr Horvath? Um mein Haus. Also eigentlich um meine Frau. Und meine Tochter. Weil die lassen ihn nicht mehr rein? In sein Haus. Im Allgäu unmöglich. Das sind's. Wer? Seine Frau und seine Tochter. Und Sie lassen Ihren Mann nicht mehr rein daheim? Tote Leute wohnen woanders als daheim. Was wollten Sie da? Mich anzeigen, weil ich versucht habe, in mein Haus reinzukommen, oder was? Wir sind hier, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Um verhindern, dass du eine Lüge nach der anderen auftischst. Haben Sie auch eine Frau hier? Ja, Chefin. Wir würden dann gerne mit der Frau sprechen. Warum? Darum. Jetzt. Gut. Gut, Irmi. Na, wenn du, dann ich auch. Wir sind zwar bloß Trabanten, aber immerhin, gell? Pfitti. Thekla, das sind zwei Frauen, die sich nur von dir als Frau verhören, also respektive mit dir reden. Um was geht's denn? Also die zwei Frauen, Mutter und Tochter, die lassen ihren Mann nicht mehr ins Haus rein. Ja, das interessiert mich. Schickst du rein? Und der Mann ist auch da, aber eben bei uns. Ja? Sie kennen das Reit zu ihr, zur Chefin. So, und jetzt noch mal zu Ihrem Tod. Was lacht's nicht da jetzt so damisch? Seid froh, wenn euch das nicht selber mal passiert. Also, wir sind eigentlich alle darauf eingestellt, dass das einmal passiert. Jetzt, Karli. Also, ich war in Uganda. Ich kenne meinen Vater eigentlich nur von den großen Feiertagen: Weihnachten, Ostern, Pfingsten und 8 Tage Urlaub im Sommer. 8 Tage, wenn's hochkam. Wir sind meistens vorausgefahren und er kam danach. Wenn er kam. Und dann kam Uganda. Ich war noch keine Woche in Kampala. Das ist die Hauptstadt von Uganda. War das jetzt eine Frage? Wenn ja, dann ja. Also, da fährt mich so ein klappriger LKW über den Haufen und haut ab. Hüfte gebrochen, 3 Rippen, rechter Unterschenkel. Über dieses Krankenhaus in Kampala sag ich besser nichts. Die Ehe gab's damals schon, nur noch auf dem Papier. Ununterbrochen Freundinnen? Andere Weiber. Sag doch, wie es ist, Mama. Der Papa hatte, Entschuldigung, Mama, aber man muss es mal auf den Punkt bringen. Eine ständige Freundin und noch andere Weiber dazu. Ja, also jetzt zurück zu Uganda. Da hatte er auch seine Dauerfreundin dabei. Also im Kongressjargon heißt es plus eins. Teilnehmer plus eins. Und die Begleitung natürlich zu extrem verbilligten Konditionen. Flug und Hotel. Er meint, wir wissen das alles nicht. Aber wir wissen das alles. Die Hüfte und das Bein hat er sich bei einer Kurzsafari gebrochen. Da ist er vom Jeep gefallen. Ich also Mutterseelen allein in diesem Krankenhaus in Kampala. Röntgengeräte aus dem 16. Jahrhundert. Ich hab gedacht, das war's. Aus ist. Vorbei. Aus. Und dann sind sie gestorben, oder wie? Scheintot, oder? Gestorben bin ich erst, wie ich wieder hier in Deutschland war. Hab mir ausfliegen lassen. Ihn haben's dann zurückgeflogen? Aber die Mamsell hatte natürlich nur das Ticket für den Rückflug. Also damals, in 3 Wochen. Hat der Papa natürlich abgegradet. 1.400 € plus. Aber der wirkliche Zirkus, der begann erst hier. In diesem ganzen bürokratischen Wahn. Ich meine, melden Sie einmal einen Arbeitsunfall. Da wurden dann natürlich auch Unterlagen aus diesem Krankenhaus in Kampala angefordert.
Und dieses Krankenhaus in Kampala schickt an meine Versicherung einen Totenschein. So, jetzt sind wir da. Statt einem Unfallbericht einen Totenschein mit allen Angaben. Die Versicherung meldet sie ab. Und irgendein Übereifriger, der telefoniert auch noch mit dem Standesamt und schickt eine Kopie hinterher. Der ganze Vorgang geht an Arbeitgeber. Während ich in einem Krankenhaus in Deutschland liege, wird der ganze Vorgang zur Zentrale meines Unternehmens nach London geschickt. Und die wickeln mich ab. Total. Runter. Bis auf null. Alles. Bank. Alles. Aus. Ja, aber bestimmte Sachen dürfen doch nur die Hinterbliebenen erledigen. Ja, ich habe so gut wie keine Vollmachten hinterlegt. Jedenfalls familiär. Auch nicht an die Frau, die eigene. Na, ich hab da so meine Prinzipien. Verstehe. Jedenfalls habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder lebendig war. Jetzt war er wieder eine Woche weg? Mit Sicherheit wieder mit dieser Ute Fischer. Das ist der Name von seiner Dauerfreundin. Und dann kam dieser Brief an. Das ist ein Schreiben vom Nachlassgericht. Also quasi ein Nachzügler seines versehentlichen Todseins. Also quasi sein Testament. Und in diesem Testament hat er seine Freundin, die Ute Fischer, als Erbin eingesetzt. Deswegen kennen wir jetzt ihren Namen und ihre Anschrift plus Telefonnummer. Und seitdem wir das wissen, ist er für uns wirklich gestorben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, gegen wen oder was richtet sich der Strafantrag? Gegen meine Frau. Und zwar in erster Linie. Und wegen was? Die ist gegen mich. Meine Tochter auch. Die sperren mich aus meinem Haus aus. Die behandeln mich wie Luft. Und dann machen sie sich auch noch lustig über mich, von wegen toter Mann und so. Sie, ich möchte nicht wissen, wie die da drüben jetzt gerade bei ihrer Chefin über mich herzieht. Was? Ich meine, sie waren doch beide dabei. Sie haben es doch selber gesehen, mit eigenen Augen. Und ganz umsonst wird es mir wahrscheinlich auch nicht hierher mitgenommen haben, oder? Da wird sie doch irgendeinen Paragraph finden lassen wegen dieser Hinterhältigkeitsparagraphen. Wenn es so weitergeht, dann bin ich mir meines Lebens nicht mehr sicher in meinem eigenen Haus. So, ich will und werde hier nicht rausgehen, ohne Ergebnis. Müssen Sie auch nicht. Wir haben ein Ergebnis. Was heißt da wir? Naja, Ihre Frau, Ihre Tochter, Ihre Familie halt. Du, Kali, hast du einen Strafantrag? Nein, wir sind ja immer nur am Rumrätseln, wir oder wegen was. Und also, die Damen haben jetzt die ganze Sache aus ihrer Sicht geschildert. Und ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wo und wie sich das da von ihrer Darstellung unterscheidet, Herr Horvath. Und was das Wegerecht anbetrifft, da zum Haus quasi, gell? Ja, da fehlt noch eine wichtige Person. Jetzt einmal Stopp, gell? Also, was redet ihr da? Das ist mein Haus. Nein, das stimmt nicht ganz. Also, erstens gehört die Hälfte mir. Und zweitens habe ich einen Erbanspruch an deinem Teil. Und drittens gibt's jetzt, was deinen Anteil betrifft, noch einen dritten Erben. Erbin. Frau Ute Fischer. Fischer? Fischer. Ich kenne keine Fischer. Lügen zwecklos. Ich lüge nie. Ha! Wir haben es hier schriftlich, Papa. Das ist ein Schreiben vom Nachlassgericht. War dein Todsein doch zu was gut? Zu was? Ja, ich lasse jetzt das Haus schätzen, dann teilen wir es durch vier und dann krieg ich die Hälfte. Und ich ein Viertel. Und das übrig gebliebene Viertel, da kannst du da mit deiner Ute Fischer wohnen. Ich lass mich nämlich scheiden. Und ausbezahlt wird jetzt, weil ich dich und dein Haus nicht mehr sehen kann. Auf Wiederschauen, vielen Dank. Gerne. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja, wiederschauen. Da wärst, gell? Komm. So. Ja, jetzt sind sie wirklich tot, hä? Übrigens, Ziegler, Respekt. Urlaub. Danke, danke. Hey, mein Handy! Kannst du nicht aufpassen? Hey, Depp! Da ist Maxi. Sag einmal, was hast denn du für ein super Handy? Hat dir das die Mama geschenkt? Nein, nicht direkt. Für dich. Pressiert das schon? Und, Schule okay?
Wir haben ja endlich viel Hausex auf. Wir sind la. Geh halt lauf auf dein Zimmer. Mir ist ja rund lieber. Na gut, dann setz dich hinter. Meine Koffer sind schon da. Karl Schuster aus Hamburg. Was Blödes ist dir nicht eingefallen? Da sind deine Koffer. Und jetzt verschwind auf Nimmerwiedersehen. Und das ist mein Ernst. Und ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Ich will doch nur meinen Sohn mal. Genau das will ich eben nicht. Wir hatten eine Abmachung, Ralf. Und an die hab ich mich gehalten. Ich auch. Aber jetzt nicht. Was ist denn los, Mama? Nix. Wieso blärst du dann so? Du gehst jetzt einmal wieder hinter. Da ist ein unangenehmer Typ da, aber mit dem werde ich gleich fertig werden. Da rein. Und hier mittendrin stand noch der große Flügel. Was willst du, Ralf? 5 Minuten, sonst kommt der Maxi wieder. Maximilian, wer schöner? Uns gefällt Maxi besser. Wer ist uns? Glaubst du nicht im Ernst, dass du hier auftauchen kannst nach 7 Jahren? 8. Und das Recht hast, Fragen zu stellen. Und mit uns meine ich den Maxi selber, mich und meinen Bruder Xaver. Uns gefällt Maxi besser als Maximilian. Und jetzt zum letzten Mal, was willst du hier? Ich wollte meinen Sohn sehen. Und für mich heißt mein Sohn Maximilian. Nur zu deiner Erinnerung. Du wolltest, dass unsere Affäre eine Affäre bleibt. Und ich wollte, dass du entweder ganz zu mir und unserem zukünftigen Sohn kommst. Und das wolltest du nicht. Ich war allein mit der Schwangerschaft, mit der Geburt und allem, was danach kam. Und ich muss dir sagen, ich bin heute stolz drauf. Ich habe dir keine Träne nachgeweint. Und ich bin froh, dass ich keinen Teilzeit-Ehemann habe, der mir zusätzlich nur auf die Nerven geht. Der Maxi hat einen wunderbaren Freund, mein Bruder Xaver. Der ist besser wie jeder Vater. Du siehst, du fehlst nicht, du wirst ihn nicht gebrauchen, du kannst gleich wieder gehen. Nun, bei mir ändert sich wahrscheinlich einiges. Aha, ich will aber nicht, dass sich bei mir was ändert. Ich habe Xaver damals gesagt, ich sage ihm nie, wer der Vater von Maxi ist, und dabei bleibe ich. Und jetzt nimmst du deine Koffer und schleißt dich. Sag mal, hast du einen Maxi gesehen in der letzten Viertelstunde? Nein, leider nicht. Sag mal, hast du einen Maxi gesehen in der letzten Viertelstunde? Bitte? Ein Maxi, ob du einen Maxi gesehen hast? Nein, ich hab nicht gesehen. Gut, also, wenn du ihn siehst, dann sagst du es mir. Hast du einen Maxi gesehen? Nein, ich hab Bonbon gesehen. Elfi? Ja, Moment!
Wir probieren gerade. Sag mal, hast du Maxi gesehen? Wann? Gerade jetzt, in der letzten Viertelstunde. Sehe ich nicht. Jesus. War der Maxi bei dir? Nein, halt noch nicht. Also findest du das nicht ein bisschen zugewagt für ein Foto? Das sagt gerade die Richtige. Maxi? Nein, heute noch nicht. Ja? Tekla, grüß dich. Was? Na bitte, entschuldige, ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Pfirti, glaubst du nicht, jetzt kommt die auch noch mit dem depperten Kalender daher. Tekla, die Chefin von Xaver? Hm. Warum nicht? Ich rechne vielleicht ganz fest bei dir, Irmi. Mensch, der Xaver! Xaver, grüß dich, ich bin's. Du, der Maxi ist weg. Was ist jetzt mit dir? Ich darf dich schon sauber hier fotografieren. Kannst du dich drauf verlassen? Also, wenn mich einer fotografiert, ja, ich betone wenn, dann ist es der Ivo. Das ist doch logisch. Der Ivo? Ja, der Ivo. Und wenn zum Zweiten, dann möchte ich schon gern wissen, wer da sonst noch drauf ist auf dem Kalender. Also, packen wir's dann. Ja. Evi? Also, zuerst muss mein Garderob stimmen. Und da schaut's bei mir nur echt mau aus. Nein, damit hat die Tekla keine Probleme, gell? Uniform an, Oma bei Knopfverlauf, schon geht's dahin. Tekla? Vom Revier? Was hat jetzt denn mit dem Markt da? Also, ich mein, wenn da jede Dahergelaufene daherkommt und nein, wo in unseren Kalender, dann bin ich schon raus aus dem Spiel. Polizistin vom Revier, morgen kommt da der Busfahrerin daher. Und wo ich nein im Kalender, nur weil's viermal am Tag auf dem Markt halt. Na, danke. Nix für mich, bin schon weg. Also, Elfi, jetzt. Haben wir doch schon ein schönes Konzept. 7 Jahre lang hat er sich an sein Versprechen gehalten. Kein Kontakt, kein Nix. Und jetzt taucht er plötzlich auf und entführt mir meinen Sohn. Das war wahrscheinlich von Anfang an so geplant. Der fährt jetzt mit ihm nach Marokko oder nach Australien. Australien? Ich darf überhaupt nicht dran denken. Dann tu es nicht. Das bringt ja nichts. Jetzt müsst ihr halt seinen Vater kennen. Hat bis jetzt auch nicht gestört, dass du ihn nicht kennst. Das ist doch ein Schmarrn, wenn wir da umeinander fahren. Wir müssen jetzt eine Großfahndung machen. Taxis, Bahnhöfe, Flughäfen. Ich will meinen Maxi wieder haben. Irmi, jetzt. Vielleicht ist er bloß bei einem Freund. Halt mal. Halt. Hast du ihn gesehen? Der Maxi hat ein Handy. Der Maxi hat kein Handy. Ausgeliehen von einem Freund. Nummer? Weiß ich nicht. Freund? Vorname, Kurbi. Corbinian. Schule. Warum hast du nicht ganz einfach? Frag mich nicht. Dann nicht. Corbinian Exler, Nummer? 0173 9390558. Er hebt ab. Polizeiobermeister Kandler. Corbinian, bist es du selber? Macht mich übrigens sehr glücklich. Was? Dass du von dir aus mit mir reden wolltest. Ich bin ganz einfach neugierig, wie Mama. Und du sprichst echt kein Wort bayerisch. Kein einziges. Da geh schon hin. Kehr neben mir. Mailbox. Geht nicht hin. Ja, oder er kann nicht. Oder er hat's ihm abgenommen. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Das ist ja wohl wieder typisch. Also Mann bleibt Mann. Also, wer war mit ihm im Bett? Ich oder du? Du hast recht. Ja, und jetzt? Ja, kann man auch orten, das Handy. Ja, dann mach. Ja, müssen wir zur Kripo. Ja, dann fahr. Hast du eine Frau?
Eine andere? Nein. Andere Kinder? Du bist der Einzige. Da kann ich mir nur nichts kaufen davon. Fällt's weit? Ja. Tut's weh? Manchmal. Und dann? Sehr. Und schneidest du da was raus? Ja. Maximilian. So mag ich nicht heißen. Okay. Maxi. Ich habe mit deiner Mama ausgemacht, vor deiner Geburt, dass ich nie komme. Dass ich sie, euch, nie belästige. Und jetzt habe ich diese Krankheit und muss in 3 Tagen operiert werden. Es ist möglich, dass ich es nicht überlebe. Hast du eine Chance? Ja. Aber keine große. Wenn du durchkommst, meldest du dich dann? Mach ich. Treffpunkt vor der Schule und dann gehen wir wieder da her. Ausgemacht? Maxi. Schatz. Oh Jesus. Maxi, grüß dich. Hey, was ist denn los? Du drückst mir, Mama. Ich bin so froh, dass ich dich wieder hab. Wieso wieder? Bist du allein da? Freilich. Ach, mein Gott. Warum? Ich wollte ein bisschen nachdenken. Über was? Übers Leben. Hm.